Gerade einmal 4 Monate ist es her, da hat Hannover 96 Thomas Doll als Trainer präsentiert. Jetzt sitzt schon wieder ein Neuer auf dem Podium. So neu ist er allerdings gar nicht. Mirko Slomka hatte in der Vergangenheit bereits 3-mal eine verantwortungsvolle Position bei 96 inne. Geschäftsführer Martin Kind will unbedingt einen Neuanfang. Sportlich wie strukturell. Was sollen also künftig die Merkmale von 96 sein? Ich sage es mal sehr plakativ: attraktiver Fußball, schneller Fußball und ein erfolgreicher Angriffsfußball. Das will vermutlich jeder auf den Platz bringen. Mit Sportdirektor Jan Schlaudraff und Trainer Mirko Slomka sieht Kind seinen Verein aber bestens gerüstet, die Ziele wirklich umsetzen zu können. Natürlich spielt dabei die Identifikation mit Stadt und Menschen eine große Rolle. Und wo ist man verwurzelter als da, wo man geboren wird? Mirko Slomka dagegen ist natürlich ein Hannoveraner. Das ist schon noch mal ein Urgebürtiger, nicht? Kann man das so sagen? Oder Halbgebürtiger? Nicht ganz. Ich auch nicht. Hildesheim ist ja ein Vorort von Hannover. Ja, okay. Das hört die gar nicht gern. Man wird leidensfähig im Leben. So, also, Mirko Slomka ist Hannoveraner, darauf haben wir uns verständigt. Ach. Und als wäre der neue Mann bei 96 damit nicht schon genug in Verlegenheit gebracht worden, ruft Kind direkt danach die guten alten Zeiten in Erinnerung. Versehen mit einem Seitenhieb an, nun ja, sich selbst. Er hat eine erfolgreiche Zeit in Hannover vertreten. Die Euroleague-Spiele waren unvergesslich. Ich erinnere insbesondere an Sevilla und Kopenhagen. Das war schon etwas Besonderes. Schade, dass es dann unterbrochen wurde. Erlauben Sie mir die persönliche Anmerkung. War nicht nötig. Aber man lernt ja im Leben und entwickelt sich weiter. Mirko Slomka fremdelt bei all dem Zuspruch gefühlt noch etwas mit der Euphorie. Doch auch dabei kann Kind ihm helfen. Irgendwie sagt man dann immer, man kommt nach Hause. Das wäre mir allerdings in diesem Fall doch ein Stück zu viel, weil mein Zuhause ist da, wo ja, meine Familie lebt. Aber in Hannover. Genau, in Hannover natürlich, klar. Aber wenn man jetzt hierher kommt, dann hat man schon ein bisschen das Gefühl, man ist in der Heimat. Das kann man, glaube ich, sagen. Also, Ex-Profi Jan Schlaudraff soll als Sportdirektor den Kader für den Wiederaufstieg zusammenstellen. Keine so einfache Aufgabe mit einem mächtigen Vorgesetzten, der das Geld zur Verfügung stellt. Nichtsdestotrotz ist es am Ende des Tages eine Entscheidung des Vereins und von Herrn Kind. Und wenn er sagt, die Wirtschaftlichkeit ist nicht gegeben und wir müssen den Spieler verkaufen, so wie es auch bei Niklas Füllkrug ist oder bei Bebou war, dann haben wir in der sportlichen Leitung das zu akzeptieren. Und trotzdem werden wir natürlich versuchen, Herrn Kind davon zu überzeugen, uns möglichst viele Ressourcen zur Verfügung zu stellen, um einen bestmöglichen Kader zusammenzustellen. Projekt Wiederaufstieg. In 3 Wochen beginnt bereits die Vorbereitung. Mal schauen, welchen Kader die 96er dann präsentieren.